Ja, liebe Genossinnen und Genossen, viele von euch kennen mich noch nicht. Deswegen möchte ich nicht nur erklären, warum und wofür ich hier stehe, sondern auch, wer ich eigentlich bin. Ich bin Brandenburgerin von Anfang an, geboren im Havelland in Premnitz, aufgewachsen in Märkisch-Oderland in Müncheberg. In Frankfurt an der Oder habe ich ein Jahr gearbeitet und dann eine typische DDR-Biografie gehabt. In Sachsen habe ich angewandte Kunst studiert. In der Zeit der Wende mich dort auch oppositionell engagiert und wie viele andere in jener Zeit meinen Arbeitsplatz im Zuge der Wende verloren, noch bevor ich den ersten Arbeitstag angetreten habe. Ich bin wie andere, die Anfang 20 waren damals, ausgewandert in den Westen, habe dort Arbeit gefunden, nochmal studiert und anschließend 15 Jahre in großen Unternehmen, unter anderem bei Microsoft und McKinsey im IT-Bereich gearbeitet. Ich habe gelernt, wie Großunternehmen im Inneren funktionieren und als Ostfrau auch eine steinzeitliche Arbeitskultur kennengelernt, die mich vor allem dann erschüttert hat, als ich als Mutter in Vollzeit und in Führungsposition und dann sogar noch alleinerziehend arbeiten wollte und man damit nicht umgehen konnte. Seitdem beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit. Letztes Jahr habe ich ein Buch dazu geschrieben und gerade in diesem Monat einen wissenschaftlichen Text zu Familienpolitik in Ost und West veröffentlicht, weil mir immer wieder auffällt, wie viele im Westen tatsächlich immer noch nicht wissen, wie weit wir eigentlich schon mal waren. Seit 2011 bin ich unabhängig, arbeite als Publizistin, schreibe, halte Vorträge, debattiere, vor allem zu den Themen Zukunft der Arbeit und digitale Gesellschaft, Geschlechtergerechtigkeit habe ich auch schon genannt, und offene und partizipative Politik und Verwaltung. Ich lebe seit einigen Jahren im Norden von Brandenburg, bin also fast einmal rum um Berlin, in Fürstenberg in Oberhavel, in einem offenen Haus, wo ich zusammen mit meinem Mann Daniel ein Innovationslabor auch habe, das Havelab, mit 3D-Druckern, Lasercuttern, Lötstationen und solchen Dingen. Wir machen Projektwochen in Kooperation mit Schulen für Jugendliche, die diese Technik ausprobieren können. Und mein Mann bringt dort geflüchteten Kindern Programmieren bei. In diesem Jahr haben wir gemeinsam das Unternehmen Via Europa gegründet, um Unternehmen die Kommunalisierung von Glasfasernetzen als Lebensader und Infrastruktur der digitalen Gesellschaft zu unterstützen. Ich habe mich aus folgenden Gründen für diese Kandidatur entschieden. Ich glaube, unsere Gesellschaft hat eine wirkliche Alternative verdient und auch nötig. Wir sehen den Rechtsruck überall in Europa und auch jenseits des Teiches als Ergebnis einer tiefen sozialen Spaltung und eine Folge globaler Krisen, auch weil viele Menschen vor Krieg, Armut und Terror fliehen müssen. Meine Eltern sind beide selbst Kriegsflüchtlinge und haben mich in diesem Sinne auch erzogen, mit Herz und mit Rückgrat und als Pazifistin. Ich konnte deshalb meine Tür auch nicht geschlossen halten und habe mit meinem Mann zusammen ein Jahr lang Geflüchtete in unserem Haus auch beherbergt, über 30 insgesamt, aus Syrien, dem Irak, aus Kamerun oder auch aus Somalia. Angst kann aber keine Lösung sein. Deswegen möchte ich zusammen mit der Linken, der Politik aus Angst und Spaltung, positive Visionen für eine gerechte Zukunft entgegensetzen. Denn wir stehen am Beginn einer digitalen Gesellschaft und die Verknüpfung klassischer linker Themen wie soziale Gerechtigkeit mit dem digitalen Wandel ist absolut notwendig und kann man auch tun. Die industrielle Revolution hat ähnliche Folgen wie frühere industrielle Revolutionen, nur dass die schlesischen Weber von heute zum Beispiel 800.000 Kraftfahrer sein werden, die wegen autonomer Autos ihre Arbeit verlieren, plus die Mitarbeiter in Imbissbuden und Motels für Fernfahrer. Prognosen reichen von 12-47% der Arbeitsplätze, die durch Automatisierung bedroht sind, auch in Berufen wie Anwälten, Bürokräfte, Beschäftigte an Kassen, in Laboren, Callcentern und Lagern, Mechaniker und Bauarbeiter. Wir brauchen daher Lösungen, auch jenseits vom Mindestlohn, weil das adressiert ja dieses Problem nicht, die digitale Rendite gerechter zu verteilen. Es wird ja nicht weniger Wertschöpfung entstehen, aber der Anteil, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an dieser Wertschöpfung haben, über ihr Einkommen, der wird nennenswert sinken. Wir müssen dafür sorgen, dass es keine neue Klasse der Fortschrittsverlierer gibt.
Wir brauchen als Gesellschaft auch andere Antworten als ein demütigendes, erniedrigendes Hartz IV, denn das wird unsere Gesellschaft zerreißen. Deswegen bin ich auch dafür, dass wir uns Ideen wie das bedingungslose Grundeinkommen genauer angucken, mal irgendwo ausprobieren lassen, weil das vielleicht eine Möglichkeit ist, die Würde des Menschen auch ohne eine bezahlte Erwerbstätigkeit zu sichern. Wir müssen Arbeitszeit anders verteilen und Vermögen umverteilen. Wir müssen aber auch die Chancen der Digitalisierung erkennen und nutzen. Denn Fortschritt lässt sich ja nicht verhindern, aber er lässt sich gestalten. Zum Beispiel autonome Fahrzeuge, schon erwähnt, sind eine außerordentliche Chance für den ländlichen Raum. Jederzeit preiswert von Tür zu Tür bedarfsgerecht gefahren zu werden, ist eine tolle Sache. Neue Geschäftsmodelle kann man ohne Rohstoffe und ohne große Investitionen überall dort machen, wo es Idee und schnelles Internet gibt. Zum Beispiel vielleicht auch in der Lausitz. Wir müssen freie, zugängliche Lösungen fördern mit offenen Lizenzen. Eine Lösung für alle Probleme, die es ähnlich gibt, überall auf der Welt. Wenn wir solche offenen Lizenzen haben, können wir Patente umgehen, die Macht der Konzerne brechen und sie können nichts dagegen tun. Zum Beispiel gibt es hochgeladene, frei verfügbare Open-Source-Druckanleitungen für Handprothesen. Die kosten dann nicht mehr 30.000 Dollar wie konventionell, sondern man kann sie für unter 10 Dollar sich selber ausdrucken und damit können auch Minenopfer in Laos wieder Teilhabe am Leben haben. Solche Lösungen brauchen wir. Wir müssen die Commons fördern, die Gemeingüter. Deswegen ist meine Vision einer postkapitalistischen Gesellschaft der Kommunismus eine C und 2 O von Commons. Ich wünsche mir auch eine Reform des Bildungssystems. Wir brauchen eine andere Bildung, wenn heute 2/3 der Grundschüler in Berufen arbeiten, die es noch nicht einmal gibt. Wir brauchen Innovationslabore überall in den Schulen. Aber wenn sich so viele Berufe verändern, so viele Arbeitsplätze wegfallen und Menschen sich neu orientieren müssen, brauchen wir auch einen barrierefreien Zugang für lebenslanges Lernen für alle. Und wenn ich von einer positiven Vision für die Zukunft rede, dann meine ich nicht nur, dass sie gestaltet werden kann, sondern auch muss. Wir müssen diese Zukunftsoptionen erkennen und darauf achten, dass die Weichen rechtzeitig richtig gestellt werden, und zwar von uns, von der Linken. Sonst wird die digitale Gesellschaft eine Mischung aus Turbokapitalismus und digitalem Totalitarismus, wo Internetmonopole und Staatsmächte sich gegenseitig benutzen und Demokratie keine Zukunft hat. Es gibt ein Potenzial, das wir noch nie hatten, für den größten Entwicklungsschub, von dem die ganze Welt profitieren könnte. Das sind alles Themen, für die ich viel Kompetenz mitbringe und, wie man vielleicht auch hört, viel Herzblut. Ich will aber auch auf eine andere Art Politik machen. Ich möchte dem Misstrauen vieler Menschen in die Politik durch die Strategie Open Government begegnen, mit der ich mich seit 2008 intensiv befasse. Open Government heißt nichts anderes, als offen, transparent und partizipativ Politik zu machen. Ich möchte als Abgeordnete transparent und nachvollziehbar arbeiten, von Nebeneinkünften, Lobbyterminen oder der Art und Weise, wie ich zu Entscheidungen komme. Ich möchte aber auch bürgernah Politik machen und neue Beteiligungsformen, die auch das Digitale uns möglich macht, dafür nutzen. Ich weiß, dass ich als Parteilose um einen Vertrauensvorschuss bitte, auch weil ja viele mich noch nicht kennen. Ich bin aber überzeugt davon, dass ich auch neue Wählergruppen für die Linke erreichen kann, was ich schon in den letzten Wochen, seitdem das bekannt war, dass ich kandidiere, deutlich erkennen konnte. Ich habe Lust auf den Wahlkampf mit euch und an eurer Seite, denn die Linke soll und muss mehr mit den Themen Zukunft und Hoffnung verbunden werden. Dafür, dass wir eine starke Kraft für die Weichenstellung im Bundestag haben, für eine soziale Gerechtigkeit in einer digitalen Gesellschaft. Vielen Dank.